Ja, wir warten immer noch, dass er mit dem Kopf hochkommt, aber der möchte einfach nicht. Ja, vielleicht hat er gerade Durchfall oder so. Hat meinst sich in die Hose gemacht sich? Und muss die erstmal. Meinst du, der übergibt sich gerade? Ja, vielleicht hat er jetzt ganz. Da ist er. Erledigt. Sehen Sie? Ja. Ein Schuss, ein Treffer. So war das. So, wir sammeln jetzt erstmal die ganzen leckeren Sachen ein und ich lasse den Rebello da hinten frei. Ja. Aber bitte erst später freilassen. Ja, ja, natürlich. Nicht, dass der uns hier noch dazwischen kackt. So, hier vorne war da auch noch irgendwie Nachschub, glaube ich. Ja, das sehe ich hier gerade. Müsste hier, ich hab's. Mhm. Dann gehe ich mal darüber, bevor wir das U-Boot in die Luft jagen. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub. Einmal markiert. Wolltest du die Kingslayer-Datei eben holen? Ach so, ja, können wir auch eben. Dann komm eben, dann ist sie auch weg. Stimmt, dann die habe ich gar nicht mehr gedenkt. Ja, ja, die liegt hier vorne. Oh, hier ist Muni. Einmal Muni nehmen. Die liegt hier vorne. Muni? Warte. Dokumentos nehmen. Moment. Und los geht's. Aufgrund gelaufen. Ich lass mal die Rebellos raus. Nein, hier. Warten Sie noch. Ist doch keiner, da ist doch ja, nur einer. Ja, wenn der aber in die Schuss... Wenn das U-Boot ja, ist gemacht. Ja gut, ist ja gut. Du musst hier nicht jetzt... Keine Angst. Du musst keine Angst haben. Aber Herr Oxen, wenn ich lass den mal raus, hier die Rebellos. So. Komm raus, Jung. Ja, alles gut. Hier ist das U-Boot. Du hast doch das ganze Lager leer geräumt hier. Hier ist das U-Boot, aber wo ist denn der? Da waren doch noch Kisten angesiedelt. Eigentlich schon. Waren die hier? Warte mal, ich muss. Ja, die gucken. Sind da hinten. Ich sehe die doch von hier schon leuchten. Ach ja, ich hab's. Ja, dann mach mal eben. Und dann schmeißen wir ganz schnell ein Granitchen auf das U-Bötchen. Und dann ist das erledigt hier für die. Einmal. Oh, Medicinus. Ja, Medicin 50 mal Medicin. Ah, und Spriti Bukowski. Ah. Soll ich schmeißen? Ja. Ich schmeiße Granatos und werfe mich dann ins Wasser. Warte mal, stopp. Was ist denn jetzt? Achso, das ist der Rebellus, der da lang läuft. Oh. Ja, machen grüner Sie. Grüner Punkt, weißt du? Machen Sie. Ich schmeiß Granatchen. Ja, beeilen sich der Rebellus. Bumm. Jetzt kann Cerebro das Koks nur noch per Ruderboot nach Florida schaffen. Das war gut, Herr Roxton. Oh. Harry? Ja. Wo ist der Heli? Holst du den mal? Nee, ich kann nicht. Wir schauen mal auf die Karte, Leute. Ja. So. Dann haben wir hier noch. Oh, warte mal, hier ist noch mehr, ne? Ja, was ist denn hier noch? Ach so, das ist das andere Auffanglager. Das ist der Prototyp. Eine Waffenkiste ist hier noch. Genau, das ist der Prototyp. Ja. Wir haben Informationen zu dem Lager in Caimanes, wo El Cerebro oder wieder auch immer, oder Cerebro, seine, seine fortschrittliche Vision. Was willst du denn? Die hat gerade vorgelesen. Bergen Sie und finden Sie, die Sie können, ja. Das ist aber dann die Philosophie des ultimativen Horrors, ne? Wenn wir da jetzt hingehen. Wie wir mal schauen können. Eine Waffenkiste, die ist da. Ich guck mal bei den Fertigkeiten, ob ich jetzt alles frei machen kann. Dann. Ja, ich kann den Fernschuss-Experten. Nee, kann ich nicht. Dann schade. Ist noch eine. Schade. Eine Kingslayer-Datei, die da noch liegt. Eine Waffenkiste und ein Zubehörkiste. Fehlt das mir ist denn genau da? Das, was uns noch fehlt. Essen, 6000 Essen brauchen wir. Dann kann was ich halten meinen... Sie denn davon? Was denn? Wenn wir uns jetzt erstmal um diese Waffenkiste kümmern. Die Waffenkisten, da oben die? 415 Meter, wenn Sie sich mal umdrehen würden. Ach so, die Ader. Was halten Sie davon? Hört sich ganz gut an, ich werde nämlich gerade pitsche nass hier. Ja, dann lassen Sie doch mit dem Boot dahin fahren. Mit dem Bötchen? Hier sind zwei, ja. Wir können, wenn wir da hinkommen, heißt das. Ja, aber Sie ich glaub, fahren, kommt, ich bin bei... Nee, nee, da kommen wir nicht hin. Komm, die 400 Meter können wir auch laufen, komm. Och, ich wollte eine kleine Boot. Ja, ja, Sie wollen immer. Sie sind ja ein faules Stück. Puh. Kommen Sie jetzt einfach.
Wir holen uns jetzt die Geschichte dahin. Aufklären vielleicht vorher? Ja, aber wäre schön, wenn wir erstmal da wären. Da? Ich hol noch mal ein bisschen Muni. Meinen Sie? Wenn ich da dran komme. Also. Haben wir noch nichts verbaut jetzt, oder? Ach doch, eine Granate haben sie gebraucht. Ja. Ja. Okay, dann los. Mann, was eine Ecke hier, ey. Leute. Ja, die haben sich aber ganz schön eingenistet hier, ne? Mhm. Schlamm und Dreck sind sie gewütet. Ja. Guck mal her. Ja, da haben sie so eine alte Skischarte gebaut hier. So, jetzt sind es nur noch 100 Meter. Ich gehe mal in Deckung. Wir gucken uns das mal an. Mach mal, ne? Oh, die haben Störsender. Oh. Okay. Aber so ein bisschen kann ich trotzdem. Da ist was. Ein Störsender. Guck an, das ist dann doch. Aber ich habe ja, ich könnte mit meiner Drohne und dann EMP, dann ist das Ding nämlich aus. Ja, machen Sie mal. Sollen wir das mal ausprobieren? Probieren Sie das mal aus, ob das funktioniert, ohne dass die da großartig Alarm schlagen. Wo? Ich muss nur gucken, wo ist der Jammer? Ach, da hinten ist er, ich sehe ihn schon. Ich gerade nicht. Ich guck mal, ob ich da hinkomme mit der Drohne. Ist das der da? Das Drohnensignal wird gestört, ich empfange gar nicht. Scheiße, ich kann da, ich komme da nicht hin. Aber ich weiß, wo die ist. Wo denn? Kommen Sie mit. Kommen Nein, Sie sagen vor. Sie mir einfach wo, weil ich. Ach, brauchen wir doch gar nicht. Der ist doch hier vorne, die Waffenkiste. Hm. Komm jetzt einfach. Hier okay. Unten will auch noch irgendwo einer rumlaufen. Okay. Ich sehe den Jammer, der ist hier vorne. Ja, dann ein Schuss. Nee, den kannst du nicht mit dem Schuss ausschalten. Wir müssen dann einfach machen. Und sehen zu, dass wir unentdeckt zum zentralen Lagerhaus gelangen. Ja, Vorsicht. Wissen, woran El Cerebro arbeitet. Abmarsch. Hier sollen irgendwo welche sein. Da, warte mal. Ich kann. Ja, das Dumme ist, dass ich hier keinen sehe. Das ist mein Problem gerade. Ja. Wenn ich den Generator ausschalte. Nehmen Sie ein Fernglas. Wie? Was soll ich mit dem Fernglas? Da können Sie gucken, ohne zu sehen. Was habe ich jetzt gesagt? Gucken ohne. Gott. Können Sie gucken, ohne zu sehen? Das ist sehr interessant. Ja, ich habe es anders gemeint. Ich würde da gerne den Jammer ausschalten. Ja, aber dann müssen wir erstmal wissen, weil sonst sind wir blind. Da ist einer auf 84 Meter, der geht gerade nach oben. Das ist doch super. Können Sie den? Bevor der reingeht oder nach oben? Ah, ist schon vorbei. Ich schau mal. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt ist er im hinteren Bereich, der müsste gleich wieder vorne kommen. Ach, der geht nach hinten durch. Die sind alle im Gebäude hier, das ist das Problem. Ja, klar, es regnet. Alles Weicheier. Da steht er, ich könnte... Ah, sehr schön. Aber da ist noch einer neben. Ich versuche, den Jammer auszuschalten, damit du aufklären kannst. Ja, warte mal, da ist auch einer. Ja, kein Problem. Der eine ist im Haus, das ist nicht das Dingen. Der eine läuft gerade unten lang mit 123 Metern. Ja, locker. Bleib ganz locker. Mhm. Ich will nur den Jammer ausschalten. Verstehe. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Da ist noch einer. Ja, der ist hier oben im Gebäude drin. Wenn der jetzt rauskommt, ist er tot. Der ist draußen. Nein, der ist nicht draußen. Der ist jetzt gerade reingegangen. Der eine kommt jetzt gleich runter. Ich kann auch im Gebäude reingehen, dann ist der Geschichte. Mhm. Soll ich das mal machen? Ja, schade, ich hätte den da oben erledigen können. Pass auf, ich bewege mich mal weiter zum Jammer. Der war ja. Das ist jetzt ein bisschen Risiko, was ich hier mache. Also wenn der jetzt rauskommt, erledige ich den hier vorne. Naja, können sie auch. Da ist das Raketenscheißdreckding da. Wahrscheinlich schläft er da oben, ey. Da ist eine montierte Waffe. Da ist eine montierte Waffe. Haben die einen Alarmus? Da kannst du mal davon ausgehen, dass die einen haben. Ich will ja nur den Jammer ausschalten, mehr will ich doch gar nicht. Ja, aber dann machen sie den erst hier oben im Gebäude weg. Kann ich nicht, ich bin schon weg. Achso. Soll ich da hingehen und den... Nein, warte doch erstmal, lass mich doch erstmal den Jammer ausschalten, bitte. Ja. Ich muss nur irgendwie ein Stück finden, wo ich hier über die Mauer klettern kann. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Hier komme ich nicht rüber. Da ist noch einer.
Nee, das schaffe ich nicht, da komme ich nicht rüber. Also doch andersrum. Nutzt nix, ich muss doch hier lang. Sobald der Jammer aus ist, kannst du dich austoben. Austoben. Die Ultimative. Du kannst ja erstmal aufklären, dann so weißt du, wer wo was und überhaupt ist. Horrors nimmt dann ihren Lauf. Ja, wenn der Typ da oben in der Hütte immer rauskommen würde. Ja, der ist da, bleibt da drin. Der Jammer ist da. Sei denn, sie gehen da rauf, weil sie sind in der Höhe etwa. Ach ja, das bringt mir doch nichts. Ich will doch erstmal nur den Jammer ausschalten. Mhm. Und das kann ich nur machen, indem er mich nicht sieht. Da ist der Jammer. Ich bin gleich bei dem. Mhm. Wahrscheinlich muss ich die beiden Typen hier auch noch wegmachen. Ja, aber nehmen Sie die Kurzwaffe. Ja, habe ich ja. Okay, der sieht mich nicht. In den 215 Metern hätte ich jetzt auch erledigen können. Dann nochmal ruhig eben, bitte. So, ich bin gleich, ich bin am Jammer. Ja. So, ist das Ding auf der anderen Seite? Jawohl. Jammer ist aus. Jawohl, dann kann ich hier mal ein bisschen aufklären. Jetzt kommt mir einer entgegen, den mache ich jetzt gleich weg. Oh, bitte. Nö, brauche ich gar nicht wegmachen. Klär mal bitte auf. Ja, ich bin dabei. Ich hau mal wieder ab hier. Mhm. Oh, da bin ich jetzt falsch gelaufen. Das ist gut. Scheiße. Ja, aber Hauptsache du hast aufgeklärt, alles andere ist erstmal egal. Hier durch. Oh, mich sieht jemand. Ich hätte fast jemand gesehen. Oh, das ist nicht gut. Der geht genau an mir vorbei. Scheiße. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Bin auch falsch gelaufen und direkt. Muss da hinten rum. Je mehr du aufklärst, umso besser. Mhm. Und der ist an mir vorbeigelaufen. Hab mir schon gedacht. Einer muss noch im Gebäude sein. Wagen mit montierter Waffe. Ich gehe wieder. Bin ich hier vorhin auch lang gelaufen? Weiß es gar nicht. Wie, der hat drei Geschütze auf sich. Das, dann sollten wir den vielleicht als erstes. So, ich hole mir jetzt da oben den Typen im Gebäude. Ja. So, dafür muss ich jetzt aber mich konzentrieren. Hauptsache, sie klären weiter auf. Hier muss noch jemand im Gebäude sein. Ich weiß, ich sehe es gerade. Aber nicht in dem Gebäude, wo ich jetzt gerade reingehe. Scheiße, hier geht's nicht nach oben. Fuck, der ist woanders. Nee, nee, der ist hier vorne. Da könnte ich auch hin. Komm da aber nicht ran. Ja. Hier ist in dem Gebäude, wo ich reingehe, ist keine Treppe. Ja, von der anderen Seite. Da ist eine Treppe. Jo. Ich schleiche mal nach oben. Oh, der schläft hier auf der Couch. Okay, den habe ich auch. Abschuss bestätigt. Jawohl. Er schläft. Wie immer. Okay, der andere da oben schläft auch. In dem anderen Haus? Ja. Okay, dann schleiche ich mich da auch rein. Gegenüber der Waffenkiste. Okay, ich hole mir den. Hm, ich liege schon noch hier auf dem Boden. Mal gucken, dass ich da... Wir müssen es aber rüber... Ach so, hier ist das in dem... Nee. Ich gehe mal nach oben, ich mache den Weg da oben. Ja, Vorsicht, ich gucke auch noch mal hier. Ja. Aber der schläft noch, ne? Hm. Gerade hat er geschlafen auf der Couch. Wo ist er denn? Der liegt auf der Couch oben. Oben. Müssen Sie die Treppe noch hoch und dann direkt, wenn Sie die Treppe hochkommen und durch den Eingang gehen, links sofort vor Kopf. Okay. Genau, da. Und jetzt passen Sie auf, wenn Sie links um die Ecke gucken, da ist er. Ja, sauber. Okay, alle weg. Unten blinkt einer, der hat irgendwas mitgekriegt oder. Na, du hast einen, du hast. Guck mal, da ist immer noch ein Schatten, der ist nicht aufgeklärt. Okay, ich werde mal die Drohne nehmen. Ich warte mal hier. Könnt ihr denn nicht sehen?
da ist noch ein Rebellox. Aber das kriegt hier keiner mit, glaube ich. Da kommen wieder welche in unsere Richtung. Hier ist... Einer läuft hier die Straße lang. Mhm. Der müsste jetzt hier unten direkt sein, bei mir. Sehe ich aber nicht. Ja, die anderen komme ich aber schlecht an. Ich sehe den, der ist irgendwo am Helipad, aber die sind alle weiter weg. Mhm. Also wir können auf jeden Fall schon mal die Waffenkiste holen, denke ich mal. Die ist ja, ich habe hier noch... Warte, ich komme mal wieder runter. Oh, warte mal, da hinten ist einer. In 78 Metern. Kommt hier einer hoch? Nein. Hoch? Der läuft, einer lang. Ja, ja, der läuft da nur lang. Den könnte ich... wegmachen? Ich könnte auch. Ja. Der Tango ist hin. Pass auf, am Auto... Der bewegt sich, der kommt jetzt als nächstes. Den müsst du dann auch wegmachen. Bleibt doch da oben. Hab ihn. Okay. Wollte ich auch gerade schießen, aber okay. Soweit sieht das gut aus. Ja, ich komme mal rüber. Ich werde mal eben schnell hier Nachschub markieren. So, die Waffenkiste soll hier oben sein. Ja, ich komme mal runter. Bis jetzt läuft das ja alles ganz ordentlich. Mhm. Ja, die muss wohl auch dann oben sein, gehe ich mal von aus. Ja, ja, die liegt hier oben wahrscheinlich. Bis jetzt, also hier, der Bereich ist sauber soweit. Ja, ich hab sie. Warte, ich komme nach oben. Eine SR-25 Scharfschützengewehr. So, darf ich mal eben? Ja, gerne. Genau. So, wir gucken mal auf die Karte, Freunde. Und genau, die andere Waffenkiste, die ist ein bisschen oberhalb. Aber wir haben halt auch noch diese Mission hier, ne? Ja, aber ich glaube, wir müssen erst alles wegräumen, weil sonst wird das nichts. Mhm. Wir müssen das genauso machen, wie wir es sonst auch gemacht haben, dass wir da erstmal freiräumen. Mhm. Und ansonsten bringt das nichts. Wir müssen da irgendwie schauen, dass wir da taktisch irgendwie vorgehen. Mhm. Weil wir haben noch eine Kingslayer-Datei, wir haben die Story-Einsatz und ich glaube, wir müssen uns den erstmal, wenn sie auf die Karte gucken, der hier außerhalb rumrennt, den müssen wir noch wegmachen. Mhm. Und da müssen wir mal gucken, ob wir da jetzt irgendwie rankommen. Und zwar ist das der da hinten. Was ist mit dem hier? Ja, mit wem? Bei B? Ich überlege gerade, ob wir uns den Sniper da oben mal holen. Was ist mit B? Kommen Sie mal her, kommen Sie mal her. Ja, den Sniper habe ich gerade auch schon. Nein, den müssen wir jetzt wegmachen. Den da oben? Ja, ja. Okay. Wir zielen jetzt beide auf den, weil der ist ruhig. Bereit? Moment, ich sehe den, ja. 3, 2, 1 und Schuss. Sehr schön. Weg ist er. Okay. Was ist mit dem unten 29 Meter da unten? Oder ist da ein Zaun vor? Ah, ne, der geht. Okay. Da war ein Zaun vor, glaube ich. Ja, da war ein Stacheldraht. Dann gehen wir erstmal wieder rein ins Gebäude. Gehen Sie nochmal. Ja, bleiben Sie doch mal ruhig. So, das haben wir auch. Wir müssen jetzt genau überlegen, was wir machen. Ich würde vorschlagen, auf B. Ja, da habe ich ja vor. Da wollen wir hin, auf B. Wir gehen auf B. Ach, kann ich gar nicht hier drunter, ja. Bis jetzt ist der Raum soweit sauber hier. Ich sehe es. Also schnappen wir uns B. B. Ich weiß nicht, ob der außerhalb ist. Muss erstmal die Knarre wechseln. Vorsicht, da kommen die ganzen. Beeil dich mal ein bisschen. Ja. Nicht, dass sie dich sehen hier. Ich bin außerhalb. Komm, beeil dich mal ein bisschen. Der kommt wieder, der bewegt sich. Der ist im Gebäude hier drin. Ja, ich bin außerhalb des Geländes. Ach, du kommst doch nicht wieder rein. Doch, über den Zaun. Ganz easy. Ach Mann, ey. Ja, dann muss ich den alleine wegmachen. Ja, dann machen sie ihn alleine weg. Ist vielleicht weniger Risiko. Aber ich sehe, da ist noch... Oh, Scheiße! Ja. Tango getroffen. Ist nicht aufgeklärt. So, bleiben sie mal da, wo sie sind. Ich genau. Ich werde mich da nochmal hinlegen. Und aufklären. Hier muss noch... Ich habe den abgeknallt. Das ist gut. Aber irgendwo muss hier noch einer sein. Vermutet man in einem Zelt hier.
Ich bleib mal so lange hier im Gebäude. Ja. Ich hoffe, die sehen meine Drohne jetzt nicht. Hier ist nix. Der macht Liegestützen da. Ja, geil. Oh, hier ist nix. Ich bin direkt hier am Zelt. Oh. Hier ist nix. Oh, scheiße. Ja, hier sind mir noch zu viele Schatten, die nicht aufgeklärt sind. Ja, ich gucke ja gerade schon. Da ist einer, oder? Ne. Aber die laufen alle in der Gruppe immer hin und her. Hm. Ich jage auch mal eine Drohne, warte mal. Guck jetzt auch mal, ob ich das irgendwie aufklären kann. Hier, weil das ist mir ab. Da ist der Rebellos. Da ist einer, hier ist einer. Ja, pass mal auf, ich guck jetzt mal, ob ich das irgendwie aufklären kann. Weil hier rennen so viele rum. Ah, hier ist eine Tunnel-Gedöns. Ja, da ist noch einer. Ah, hier ist ein kleiner Tunnel, deshalb konnte ich die nicht sehen. Geil. Ja, da gehen wir nachher rein, aber ich möchte erstmal die hier. Außerhalb sind auch noch welche. Ja, ich sehe es. Sehe ich gerade, die sind da an der Straße. Ja, und da die? Oben auf dem Turm. Und da laufen auch noch zwei rum. Mhm. Das ist aufgeklärt. Ja, ich muss mal gucken, ja. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Okay. Hier ist auch eigentlich relativ einfach. Von dem Sniper da oben, da ist ein Tunneleingang. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Wo ist der denn, der Tunneleingang? Also, ich könnte ja noch was machen. Ich könnte ja den Strom ausschalten komplett. Was halten denn davon? Ja, ich weiß nicht, ob die dann in Aufruhr geraten. Warum? Ich sag, ich weiß nicht. Ich glaube, wir holen uns erstmal die außen sind. Was halten denn davon? Ja, klar, logisch. Macht ja, dann Sinn. Komm. Dann schnapp da uns. Ist einer. Warte. Ja, bleib ruhig. Ich hol dich gleich raus. Hier muss noch einer drin sein irgendwo. Solange der da drin ist, weiß ich nicht. Scheiße, ich komm da nicht rüber, das ist das Problem. Das heißt also, das Ding ist im Tunnel drin. Wahrscheinlich, ja. Das können sie natürlich den Rebello rauslassen, aber... Ich weiß nicht. Ich habe natürlich hier den Eingang zum Tunnel. Ach so, sind sie da schon? Mhm. Ja, da sind zwei Stück drinnen, ne, in dem Tunnel. Ja, nur. Ist das alles aufgeklärt? Ich guck nochmal. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe noch einen übersehen. Obwohl, hier sieht erstmal ganz gut aus. Da hinten müsste noch einer sein, hier irgendwo. Ah, ich verstehe. Dann ist der wahrscheinlich. Leute, wir melden uns wieder. Macht's gut. Tschüss. Ja, ciao.